Hi Leute, die dritte Vegan Box ist endlich da. Also jetzt für mich die dritte Vegan Box. Und ja, so langsam wird das so eine Art Ritual. Immer ab der zweiten Woche in jedem Monat freue ich mich darauf, dass die Box endlich ankommt. Ja, bin auch wieder gespannt. Mal schauen, was drin ist. Ja, ein paar hatten mich ja gebeten, dass ich auch unbedingt die Preise vorlesen soll. Und ja, den Zettel habe ich eigentlich immer größtenteils ignoriert. Und da stehen eigentlich immer auch schöne Texte drauf zu den einzelnen Produkten. Und ich glaube, die werde ich diesmal einfach immer vorlesen. Genauso, was davon Bio ist, also vegan ist ja alles, oder glutenfrei ist oder Fairtrade ist und so weiter. Ja. So, das ist ein Bio Barita, ein Sesamriegel. Wo haben wir ihn denn? Gepa Barita. Bio vegan Fairtrade. Leckerer, knackiger Bio Sesamriegel für Naschkatzen mit Biss. Mit Bio Sesam und Bio Rohrohrzucker. Herkunft Paraguay und Nicaragua. Übrigens, Gepa, the Fairtrade Company, steht seit über 30 Jahren für einen fairen, sozialen und umweltverträglichen Handel. Und das sind jetzt 20 Gramm für 49 Cent. Ja. Ja, den glaube ich, den koste ich gleich mal. Was ist eigentlich als Süßungsmittel drin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Sesam, Glucose, Rohrohrzucker, ah klar, stand ja da. Aus fairem Handel. Also bloß drei Zutaten, Sesam, Glucose, Rohrohrzucker. Das ist mal selten. Mmh, schön knusprig. Ja, super lecker. Sesamriegel mache ich sowieso ganz gerne. Gibt es, glaube ich, auch leider viele, die mit Honig gesüßt sind. Naja. Dann haben wir hier Himbeeren in Zart-Bitter-Schokolade. Bio-Himbeeren umhüllt von feiner Bio-Zart-Bitter-Schokolade. Ja, ist auch Fairtrade, sehe ich schon. Himbeeren. Was haben wir denn? Landkarten? Ach da. Himbeere Zartbitter. Bio, vegan, glutenfrei, Fairtrade. Aromatische, gefriergetrocknete Himbeeren, umhüllt von feiner Zartbitterschokolade. Augen schließen, Himbeere genießen und man ist mitten im Wald. Ein extravaganter Genuss für alle Feinschmecker, die Freude am Außergewöhnlichen finden. Das sind 50 Gramm für 1,99. Ja, den probiere ich auch gleich mal. Ah, 50 Gramm für 1,99. Na gut, das ist Bio Fairtrade. Ja, ist, denke ich mal, gerechtfertigt. Ah, das sieht so aus wie diese, was waren das? Haselnüsse. Die ich von früher mal kenne, diese Haselnüsse in Kakaomantel. Mmh. Okay. Also, ich mag Himbeeren an sich gerne, aber irgendwie also die Kombination von Himbeeren und Schokolade ist es, glaube ich, nicht so meins. Also dieses leicht säuerliche von der Himbeere und ja, wahrscheinlich würde ich so getrocknete Bananenchips in Schokolade besser finden. Aber egal, was soll's. Zart-Bitter-Schokolade, Himbeeren 10%, Überzugsmittel Gummi Arabicum, Saccharose, Dextrose. Ja.
Also für Fans von Himbeeren und Schokolade wäre das auf jeden Fall das Richtige. So, was ist das? Ah, das ist Tee. Bio-Darjeeling-Tee. Kappa Darjeeling-Tee. Bio, vegan, glutenfrei, logischerweise, und Fairtrade. Ein außergewöhnlich hellgoldener Tee mit einem zarten und köstlichen Geschmack. Von einem der weltweit besten Teeanbaugebiete ist er nicht nur bio, sondern auch Fairtrade. Eine Tasse guten, heißen Tees, es gibt nichts Entspannenderes. Ob nach einem langen Arbeitstag, als genussvoller Start in den Tag oder als kurze Auszeit zwischendurch, der Darjeeling Tee von Kappa Tees lässt dir die Welt um. Nochmal. Der Darjeeling Tee von Kappa Tees lässt dir die Welt um dich herum für einen Augenblick vergessen. Müsste es nicht heißen, lässt dich die Welt um dich herum für einen Augenblick vergessen? Genieß ihn. Egal. 40 Gramm für 2,95. Soll ich ihn auch gleich mal testen? Ja. Mach ich einfach mal. Dauert einen kleinen Augenblick. So, die einzelnen Teebeutel sind jetzt in solche kleinen Tütchen verpackt. Das soll einfach nur das Aroma erhalten. Ich finde das aber ehrlich gesagt immer irgendwie nicht so prickelnd. Also ich weiß jetzt nicht, das fühlt sich jetzt wie Papier mit Plastiküberzug an oder so. Und es macht einfach unnötig viel Müll. Also mir würde es auch reichen, wenn die einfach hier drin liegen würden und man die einfach innerhalb von einem, keine Ahnung, von 3 Monaten verbrauchen sollte oder so. Ja, würde ich persönlich besser finden, aber ja. Ja, solange der zieht, kann ich das hier mal vorlesen. Kappa Natural Fair and Delicious. Seit 1984, oh, da bin ich geboren, stellen wir in Dorset, England hervorragenden Tee her. Weil wir glauben, dass es auf jede Tasse ankommt, verwenden wir nur die hochwertigsten Zutaten. Kein Wunder also, dass unser Tee so gut schmeckt. 20 Teebeutel, Kappa Bio Darjeeling Tee. Unsere Zubereitungsempfehlung für eine perfekte Tasse Tee. Aufgussbeutel mit frischem kochendem Wasser übergießen und den Teebeutel 2-4 Minuten ziehen lassen. Zutaten: Schwarztee. Aus ökologischem Anbau. Gesamtanteil 100% schwarzer Tee mit Mengenausgleich. Also ist auch nichts aromatisiert auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Teebeutel ohne Metallklammer. Tatsächlich. Ist ja mal interessant. Dass es extra draufsteht auch noch. Ja, 2 Minuten? Ja, ungefähr. Ja, ist noch ein bisschen heiß, aber ich muss sagen, also ich trinke eigentlich ganz gern Schwarztee. Und der gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich kenne jetzt bloß die normalen Schwarztee, sage ich mal so. Die haben also ein kleines bisschen herberen Geschmack. Hat der hier gar nicht. Ja, gefällt mir gut. So, das war der Tee. Ach, Schokolade. Special ganze Mandel, laktosefrei, vegan. Ist das die Reismilchschokolade? Kakaobutter, Mandeln, Reis, Glukosesirup. Na, guck mal, was hier steht. Naturata. Ach, da steht es ja, Reismilchschokolade. Steht hier gar nicht drauf, komisch. Naturata, ganze Mandel, Reismilchschokolade. Bio, vegan, glutenfrei, Fairtrade. Den zarten Schmelz erhält die Schokolade auch ohne Sojalecithin. Hierfür ist ein spezielles, hochwertiges Herstellungsverfahren verantwortlich. Die ausgewählten Zutaten werden intensiv vermischt
und in Walzrührwerken fein vermahlen. Bei der anschließenden Veredelung, dem Conchieren, wird die Schokoladenmasse bei rund 80 Grad mehrere Stunden gerieben, gerührt und geknetet. Unerwünschte Geschmacks- und Geruchsstoffe verflüchtigen sich. Ja, das sind 100 Gramm für 3 Euro. Ja, ist halt wie gesagt Bio und Fairtrade, deswegen ist der Preis eigentlich auch gerechtfertigt. Und probiert irgendwie alles. Egal. Also ich weiß schon, dass sie mir schmeckt, weil ich kenne die schon. Und die Reismilchschokolade esse ich sowieso ziemlich gerne. Mmh. Oh, wunderbar. Ja. Ich glaube, die wird wieder ganz schnell weg sein. So. Spike aktiv Hand- und Nagelbalsam mit Bio-Kamelienöl. Spike Natural Hand- und Nagelbalsam. Bio-vegan, tierversuchsfrei. BDIH. Keine Ahnung. BIH. Egal. Bio Aloe Vera Gel und natürliches Vitamin F. Bio Aloe Vera Gel und natürliches Vitamin F spenden Feuchtigkeit. Fairtrade, Arganöl und Kamelienöl pflegen Nagelhaut und Nägel. 100% frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen, Silikonen, Parabenen und Rohstoffen auf Mineralölbasis. Das sind 50 Milliliter für 4,49 Euro. Ja, das ist, glaube ich. Ja, was verdient? Ich rieche gar nichts. Ja. Soll wahrscheinlich auch so sein. Ja, ja, wie gesagt, ist eher was für Dietland. Irgendwas mit schwarzem Sesam sehe ich hier. Pane Pico. Asia schwarzer Sesam. Knabbergebäck aus Dinkel, Gerste, Hirse. Sommer. Sommer. Steht hier gar nicht. Ach, Demeter muss ich gucken. Demeter. Hallo? Hä? Ach, da ganz oben. Ach, jetzt. Sommer, Pane, Pico, Asia, Bio, Vegan, Demeter. Schwarzer Sesam und asiatische Gewürze verleihen diesem Dinkelbrotgebäck sein nussig, exotisch, würziges Aroma. Durch eine lange Teigreife erhält Pane Pico einen besonders knusprigen Biss. Guten Appetit. 150 Gramm für 2,29. Ja, die mache ich jetzt, glaube ich, auch mal auf. Oh ja, schmeckt asiatisch. Ist wirklich lecker. Erinnert so ein bisschen an diese, an so eine Asia-Pfanne irgendwie. Also für mich gerade. Ja. Finde ich lecker. Echt gut. So, dann habe ich hier von Tropical Coconut Chips.
Tropical Coconut Chips. Bio, vegan, glutenfrei. Pur zum Knabbern oder als Aromaträger in raffinierten Gerichten ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis. In einer schönen Runddose, aromaversiegelt verpackt, bleiben die Coconut Chips frisch und knusprig. Mit wertvollem Kokosblütenzucker karamellisiert und frei von Geschmacksverstärkern und Konservierungsstoffen, einzigartig. 80 Gramm für 3,75. Ja, das sind, glaube ich, genau so eine Chips, wie ich auch dachte, von, wie ich auch gerade von Dr. Görg getestet habe. Diese Woche oder letzte Woche, je nachdem, wenn ich das Video hochlade. Sieht aber anders aus, auf jeden Fall. Also die bei Dr. Görg waren auf jeden Fall mehr ummantelt. Die sind jetzt so ein bisschen, ja, man sieht, dass es Kokoschips sind. Das haben wir bei dem anderen nicht so wirklich gesehen, was mir schlimm war. Ah, und mit Hot Chili auf jeden Fall roh. Und nicht gerade wenig. Also ist doch schon was anderes, weil die einfach jetzt scharf gemacht sind und nicht süß. Aber ihr habt es in sich. Also wenn ihr gerne was Scharfes zum Knabbern haben wollt und Kokosnuss mögt, dann wäre das auf jeden Fall das Richtige. Echt gut. Und 3,75 sind, denke ich mal, auch okay, weil, also ich glaube, die isst man nicht an einem Abend auf. Die werden schon ungefähr eine Woche halten. Zumindest bei mir. Und ja, eigentlich esse ich gerne scharf. Aber ich glaube, das wäre mir dann doch etwas zu viel auf einmal. So. Dann ist hier noch ein Pesto von Artigiana Genovese. Oder Genovese, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Pesto Vegano con Tofu Biologico. Und ein sehr schöner Aufdruck. Kennt ihr das bei den bei so bestimmten CDs, wo dann so das so ein Relief eingestanzt wurde? Das ist hier auch bei der Schrift immer im Tofu gemacht worden. Also echt aufwendig. Krassomat. So, Artigiana. Da. Artigiana Genovese Tofu Pesto. Bio, vegan, glutenfrei. Durch die ausgewogene Mischung von hochwertigem Basilikum aus Genovese, DOP, Nüssen und Tofu wird dieses Pesto zum gesunden Schmaus. Das reichhaltige grüne Pesto verleiht ein überraschendes Aroma, das dem des traditionellen italienischen Pesto sehr nahe kommt. Ideal für Nudeln, Gemüse, Salzkartoffeln oder in Salatdressing und zu Bruschetta. Was? Deliziosa. 180 Gramm für 5,25. Oha. Ja gut, das hat in sich. Die mache ich auf jeden Fall jetzt nicht auf, weil ja, dann müsste ich die wahrscheinlich auch in ein paar Tagen verbrauchen. Steht auch die Zutaten auf Englisch drauf, ne? Irgendwie? Englisch, Italienisch. Olivenöl, Tofu, Knoblauch, Gnocchi, was auch immer das ist. Ja, wie gesagt, werde ich später testen. Vielleicht mache ich doch einfach ein extra kurzes Testvideo, wo ich einfach mir ein paar Spaghetti koche und das dann darunter hebe. Ja, mal schauen. So, zwei Sachen sind es noch. Rosé, ist das Wein? Tatsächlich. Vino Frizzante Rosé Veneto.
10,5%. Ja, Roséwein. Da. La Jara Bio. Rosanto Frizzante. Ich kann das gut vorlesen. Rosato Frizzante IGT. Bio, vegan, glutenfrei. Ein feiner Bio Rosé Secco. Achso, das ist ein. Ah, das ist kein Wein, das ist ein Secco. Ein feiner Bio Rosé Secco mit Erdbeerfrucht, dezenter Süße, feinem Prickeln und sonniger Lebensfreude im Glas. Generell verhält er sich beim Sekt oder Prosecco ähnlich wie beim Wein. Die meisten werden mit Gelatine geklärt. Doch nicht dieser Rosato Frizzante von La Jara Bio. Überaus süffig, dank erfrischend eleganter Säure, geringem Alkoholgehalt und feiner Perlage. Ausgesprochen lecker, dank frischer Erdbeer-Johannisbeerfrucht und einer Spur Restsüße. Eine perfekte Größe für Picknickausflüge, lass es dir gut gehen. Das sind 375 Milliliter für 4,59. Ja, ein Bio... Patriot? Nein. Ein Bio-Veganer Prosecco. Auch noch nicht gesehen bisher. Werde ich jetzt allerdings auch nicht aufmachen. Ja. Ich glaube, den hebe ich mir für morgen auf, denn da ist, glaube ich, Valentinstag. Solange werde ich ihn einfach verstecken. So. Apropos Valentinstag. Überleitung. Ja, ein veganes Kondom von ESP, Love Your Life, ESP-Kondom, vegan, tierversuchsfrei. Viele Kondome bzw. die verwendeten Materialien wurden mittels Tierversuchen getestet und bei manchen Kondomen werden während der Herstellungsprozesse tierische Produkte, zum Beispiel Casein, eingesetzt. Mhm. Dieses Kondom von ESP ist jedoch 100% vegan und tierversuchsfrei. Ja, gratis, weil Probe steht kein Preis dran. ja, werde ich jetzt auch nicht testen. ja, Casein im Kondom habe ich noch nie gehört. Also, dass die Tierversuche mit den Materialien gemacht haben, habe ich schon mal gehört. Aber dann würde ich da denken, die Tierversuche gab es alle schon. Und eigentlich muss man das nicht immer wieder testen. Wahrscheinlich wird sich das dann nicht großartig von den anderen Kondomen unterscheiden, denke ich zumindest. Aber dass da sogar im Produkt direkt was Tierisches drin ist, ja, hätte ich nicht gedacht. Ja, das war's auch schon wieder. Die Box ist leer. Und die Osterdeko liegt diesmal unten und nicht oben drauf. Was Neues. Ja, waren wieder schöne Sachen dabei auf jeden Fall und auch schön verschieden gestreut. Also jetzt zum Beispiel den Prosecco fand ich gut, dann wieder ein bisschen Naschkram, wie eigentlich jedes Mal. Auch ein bisschen was Salziges zum Knabbern oder die Kokoschips ja diesmal auch. Und wie immer einmal was zum Kochen. Ja, also mir gefällt die Zusammenstellung immer besser. Besonders über den Schwarztee freue ich mich. Trinke ich sowieso momentan, ja, eigentlich jeden Morgen. Ja. Was noch? Ach genau. Ja, wie gesagt, das Pesto werde ich mal als Video testen, also quasi einfach nur Spaghetti kochen und das mal drunter rühren. Gucken, wie das schmeckt. Und ja, ansonsten hoffe ich euch hat das Video gefallen. Und dann bis zur nächsten Vegan-Box oder bis zum nächsten Kochvideo. Okay, tschüss. Ja, gerade wollte ich die Box schon wegschmeißen und da ist mir auch gefallen, ich habe noch eins übersehen und zwar den Scrambled Tofu von Vitam. Ich bin mir nicht sicher, ob das gleiche ist. Aber ich meine, ich habe das mal auf der Veganfach, war das hier Veganfach, in Hamburg gesehen und da auch schon mal probiert. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das die Firma war. Das ist jetzt von Vitam, Scrambled Tofu, Bio-Vegan, glutenfrei,
Veganes Rührei aus Tofu ist eines der weltweit beliebtesten proteinhaltigen Rezepte unter Veganern. In diese spezielle Würzmischung wird das indische Kala Namak Steinsalz gemischt, also Schwefelsalz. Kala Namak hat einen leicht schwefligen Geschmack, den auch ganz frische Eier so ein kleines bisschen mitbringen und lässt den Rührtofu damit so richtig eierig schmecken. Für die gelbe Farbe sorgt reichlich Kurkuma. Ja, also werde ich den auf jeden Fall auch nochmal in einem Video testen. Ja, dazu brauche ich ja eigentlich bloß Tofu wahrscheinlich, Zubereitung, ein Beutel Scrambled Tofu, Würzmischung, Wasser einweichen, Tofu und anbraten. Ja, den werde ich auf jeden Fall auch testen und ja, dann bis dann. Tschüss.